Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über die Geheimdienste in Deutschland. Es geht um BND, MAD und Verfassungsschutz, den Bundesverfassungsschutz und die dementsprechend agierenden Verfassungsschutzdienste in den Ländern. Warum das so spannend ist und was das alles mit Thomas Haldenwang, dem jetzt frisch geschassten Präsidenten des Verfassungsschutzes, zu tun hat, erfahrt ihr jetzt. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr nicht nur das, was in Deutschland Schlagzeilen macht, was ihr so nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien findet, schon gar nicht in den großen Medienhäusern. Warum? Nun, weil es nicht zum allgemeinen linken Narrativ passt. Bei uns bekommt ihr die Dinge mit einer etwas anderen Sichtweise, sorgfältig aufbereitet nach journalistischen Kriterien und heute geht es genau in dieser Stelle darum, dass ihr mitsprechen könnt, wenn es um die Nachrichtendienste geht. Was haben wir da? Welche Aufgaben haben die? Und welche Rolle spielt dabei Thomas Haldenwang? Das ist der, den Nancy Faeser diese Woche aus dem Amt geschmissen hat. Fangen wir erstmal dabei an, was sind das für Vereine, die wir da haben, die sich so in James-Bond-Manier in Deutschland oder für Deutschland in der Weltgeschichte tummeln. Räumen wir die dreimal der Reihe nach auf. Fangen wir an beim MAD, MAD, verrückt hört sich's an. Das ist der militärische Abschirmdienst und ihr erahnt es schon, der ist dem militärischen Bereich zugeordnet. Damit wird gesichert und sichergestellt, dass unser Militär bestmöglich informiert wird oder aber auch Schaden von seiner eigenen Infrastruktur ablenken kann. Der militärische Abschirmdienst logischerweise untersteht Boris Pistorius, also genau genommen dem Verteidigungsministerium. Anders sieht das aus beim BND. Der BND ist der Bundesnachrichtendienst. Das, was sich eher wie eine Presseagentur anhört, ist unser Geheimdienst und zwar unser Auslandsgeheimdienst. Das ist unser Pendant sozusagen zur CIA. Das heißt, es hört sich weniger spannend an, aber in Deutschland haben wir halt mehr so dieses Beamtentum und dieses Verwaltende im Charakter. Der Bundesnachrichtendienst ist also unser Mossad, also die Israelis spielen nur in einer anderen Liga, während die Israelis Champions League kicken, sind wir eher erwiesenermaßen und dokumentierterweise, darum geht es nachher noch, weil wir gucken uns die 10 größten Pleiten, Pech und Pannen des deutschen Geheimdienstes mal an. Also der BND gehört nicht zur besten Liga der Besten, bestenfalls Kreisklasse. Und er steht im interessantesten allerdings jetzt auch nicht im Innenministerium, sondern direkt und unmittelbar dem Bundeskanzleramt. Auch das sollte man wissen. Das ist also die Schlapphuttruppe direkt von Olaf Scholz befehligt. Er hat Zugriff auf den Geheimdienst BND, der weltweit im Einsatz ist, um für uns Informationen zu sammeln. Ja, bleibt eins übrig. Wir haben gerade darüber gesprochen, militärisch. Wir haben drüber gesprochen, was gibt es nach außen, wie sieht es nach innen aus? Und da kommt der Verfassungsschutz, genau genommen das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, ins Spiel. Und die haben einen Präsidenten und das war bis Anfang dieser Woche in Nachfolge von Maaßen, war es Thomas Haldenwang. Ihr kennt ihn, das ist der mit dem Mäcki-Schnitt, das ist der das Maskottchen an der Seite von Nancy Faeser gewesen. Warum Maskottchen? Nun ganz einfach, manchmal hat er sich benommen wie Ernie aus der Sesamstraße. Lustig kichernd saß er neben seiner großen Chefin, denn, und das muss man wissen, man hört ja so oft, dass gewisse Institutionen vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder eingestuft werden. Nun ist der Verfassungsschutz kein Stiftung Warentest oder auch kein technischer Überwachungsverein wie der TÜV. Hier wird nicht mit einem Kreditiv, hier wird nicht verifiziert nach einem Kriterienkatalog wissenschaftlicher Natur, sondern eine Einstufung erfolgt intern. Was heißt das? Das heißt, dass sich die Behörde ein gewisses Muster zurechtgelegt hat, nachdem sie ihre Vorgänge, also ihre Fälle, sortiert. Ob es ein Beobachtungsfall ist, ob etwas gesichert extrem ist und. So, und das passiert beim Verfassungsschutz. Dieser Verfassungsschutz ist aber keine eigenständige, selbstständige Abteilung, die tun und lassen kann, was immer sie will. Nein, es ist hier ähnlich wie beim RKI. Beim Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut, man glaubt ja, dass das eine wissenschaftliche Instanz ist, die
hochwertig, qualitativ wertvolle Informationen zur Verfügung stellt im Rahmen eines Expertengremiums und dass man dann zum Beispiel im Gesundheitsministerium dann auf Augenhöhe mit diesem Expertenrat diskutiert, die Informationen aufnimmt, dankbar ist für qualitativ hochwertige Informationen und die dann einfließen lässt in Gesetzgebung oder Entscheidungen. Weit gefehlt, das RKI, das Robert-Koch-Institut, ist untergeordnet. Im Organigramm, in der Hierarchie, ist das Ministerium für Gesundheit, das Bundesministerium, weisungsbefugt. Das bedeutet, wenn Lauterbach sagt, das wird so und so gemacht, dann hat das RKI zu springen. Das haben wir erlebt bei den RKI-Files. Da war das zum Beispiel der Fall, dass die beiden nebeneinander saßen, damals der Präsident Wieler und auf der anderen Seite Lauterbach, und man glaubte, hier mit zwei Personen zu sprechen, wobei der eine der Experte wissenschaftlicher Natur ist vom RKI und der andere der Politiker ist, der dankbar für die Informationen ist und die dann umsetzt. Weit gefehlt. Wieler durfte nur sagen, was ihm freigegeben wurde von Lauterbach. Und ähnlich sieht das aus beim Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist dem Bundesinnenministerium direkt unterstellt. Der Präsident des Verfassungsschutzes ist politischer Beamter, ist weisungsgebunden an die Bundesinnenministerin im Augenblick, nämlich an Nancy Faeser. Das bedeutet, wir wissen, dass Nancy Faeser diesen Fetisch hat, dass sie ein Faible hat dafür, sich gegen rechts zu orientieren und gegen rechts zu schlagen. Und ihre ganzen Kampagnen laufen, das hat sie gesagt, sie verschrieb sich dem Kampf gegen rechts. Das war die Marschroute. In diese Richtung ist Haldenwang marschiert, in diese Richtung hat Haldenwang geschlagen. Und dann wundert es auch nicht, dass man zunächst einmal geglaubt hat, bis Jahresende würde auch die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Nochmal, das ist nichts anderes als ein normaler Verwaltungsvorgang, der zunächst einmal erfolgt. Man kann dagegen zwar klagen, aber dann erst erfolgt sozusagen die Überprüfung, ob das nun so richtig wäre oder nicht. Was wir jetzt haben, ist eine Situation, das mal nur vorweg, bevor wir uns mit Haldenwang beschäftigen, weil die Frage auch aufgekommen ist, die AfD wird bis Jahresende, wird bis zu den Wahlen im kommenden Frühjahr nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft werden, weil es einfach nicht ausreichend ist und schlicht und ergreifend Haldenwang jetzt weg ist und man so kurz vor der Wahl es nicht rechtfertigen könne, durch diese Einstufung Einfluss zu nehmen auf das Wählerverhalten. Das mal nur so als Randnotiz. Kommen wir aber jetzt zu dem bunten Treiben der deutschen Geheimdienste und schauen uns einfach mal an, was hat der deutsche Geheimdienst in den letzten Jahren geleistet, beziehungsweise was hat er sich geleistet. Wir haben 10 islamistisch geprägte Anschläge gehabt, die nur dank Auslandsgeheimdienstinformationen vereitelt wurden. 10 Anschläge in Deutschland, die Gott sei Dank nicht eskaliert sind.